Muss ich weitermachen? An sich, ja, muss ich. Wenn ich hier jemals fertig werden will. Aber wenn hier das... Ich glaube, ich habe hier ein paar Sachen durcheinander gebracht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Eigentlich müsste ich das Ganze hier mal abbrechen. Und nochmal komplett sortieren. Why? Hirn, warum bist du so? Warum bist du jetzt gerade der Meinung, alles sortieren zu müssen? Und ja, mein Gehirn tickt ab und zu so. Dass es sich dann so denkt, auch jetzt alles sortieren. Und ich denke mir so, nein. Black Hole Patch. Was zum Henkster? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mal 5 sind 45 plus 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58. Und dann die ganzen Vanilla-Dinger. Puh. I'm scared. Artischocken. So, Artischocken. Dann kommt Sellerie. Nee, dann kommt Spargel. Dann Gerste. Habe ich gerade gar nicht da, ne? Basilikum. Aber wahrscheinlich auch nicht. Paprika? Nö. Schwarze Bohnen? Nö. Also eigentlich müssten es jetzt die drei sein. Uiuiui. Nee. Ja, ich bin wahnsinnig. Verklagt mich bitte. Oh, noch mehr Doppelte? Nicht nur Doppelte. Warte. Das wird noch sehr, sehr lustig. Warte mal, Basilikum. Basilikum war das dritte, ne? Nee, das ist Gerste. Basilikum ist da. Basilikum. So, Basilikum. Gerste. Nee. Eins, zwei, drei. Genau. Basilikum, Paprika, schwarze Bohnen. Haben wir schon schwarze Bohnen irgendwo gehabt? Sieht nicht so aus. Ich habe einen Plan. Okay, Leute, ich habe in der Tat einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber es ist ein Plan. Alle? Brombeere, Blaubeere, Brokkoli. Brombeere, Weintrauben. Ach, das ist ein Weintrauben, okay. Brombeere? Ja? Und Brokkoli. Dann haben wir immerhin schon ein bisschen was, die. Paprika gehört zum Basilikum und den schwarzen Bohnen. Okay, die kommt dann hier hin. Das wird noch sehr lustig.
Ihr dürft mir auch gerne sagen, wenn es zu langweilig ist und ich soll was anderes machen. Sagt's mir gerne, bitte. Ich kann verstehen, wenn das hier irgendwen nicht interessiert. Und ich mach das einfach off-camera vielleicht. Spargel! Die Katzen haben gerade ihre 5 Minuten und jagen sich wieder gegenseitig durch die Bude. Ich glaube, wenn ich das so mache, hat das ein halbwegs gutes System. Es wird mir ewig dauern, alles zu sortieren. Deswegen frage ich mich, ob ich das überhaupt machen soll. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, Gerste. Halt. Ja, oh, jede Menge Weizen. Ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Warte mal. Ein Spargel. Ich glaube, sonst war hier gerade nichts, was wir in die hier mit eintüten können. Und benennen müssen wir das auch noch. Also sprich, noch mehr Schilder. Why am I like this? Why am I like this? Why am I like this? Wir müssten eigentlich die Welt erkunden. Und Nametags bekommen für unsere ganzen Katzen. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Das Ding Reparatur? Es hat Reparatur, ich brauche nur mehr Level. Okay, okay. Johannisbeere, okay. Stimmt, deswegen war die auch in 3 Farben. Hat man alle Farben dabei. Die gelben, die roten und die schwarzen. Finde ich cool. So, die Eierpflanze. Wie sind die? Das finde ich interessant übrigens, dass man das, die tatsächlich nur deswegen so heißen, weil die wirklich in sehr jungen Jahren. Also wenn die noch nicht reif sind, dann sind die halt weiß und sehen halt wirklich aus wie Eier am Strauch. Sieht sehr interessant aus. Die hat übersehen. Wir können den Elderstab machen. Es funktioniert. Oh. Ich glaube, Garlic, also Knoblauch, gab es mehr als nur 2 Varianten. Aber ganz sicher bin ich mir da gerade nicht. Müsste aber eigentlich. Wie, den habe ich noch nicht. Okay. Gar kein Problem. So, der hat aber nix. Die kommen hier. Da. Okay, und das ist Ingwer.
Nicht zu vergessen mit Turmeric. Nein, ich habe nicht zu viel Zeug. Mm-mm. So. Machen wir die beiden noch. Bäh. Gut. Fuck, was war das? Achso, Wein? Grapes? Okay. Gilbert Grapes. Und grüne Bohnen. Wenn Mr. Bean mal grün vor Neid wird. So. Und die grünen Bohnen. Also wir können eine fette grüne Bohnensuppe machen. Das geht absolut klar. Mach euch allen mal einen Eintopf. Nee, Aubergine, ja. Und Holunder. Und der Rest ein Samen. Meine Güte. Okay, aber damit haben wir schon mal ein gutes Stückchen geschafft. Das gefällt mir. Vielleicht machen wir jeden Tag ein Stück und dann ist auch gut. Also ein bisschen möchte ich nochmal die Welt erkunden, weil ich nochmal ganz genau wissen will, was gibt's hier eigentlich alles. So. Na, das räumen wir dann später noch um. Jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag ein bisschen. Und jetzt... überlege ich gerade, was wir als nächstes tun. So, ein bisschen was zu essen, wenn wir uns noch einstecken. Da haben wir noch. Hier haben wir noch jede Menge gestopften Kürbis. Hier haben wir. Oh, hier haben wir das ganze Zeug. Wir haben Rum. Wir haben Wein. Wir haben Tee. Barbecue-Spieße. Pumpkin Bars. Teigtaschen. Kartoffelofen. Ofenkartoffeln meine ich. Specksandwich. BLTs. Fischeintopf. Fish and Chips. Salatrollen. Also wir haben vegetarisch als auch nicht vegetarisch. Ach ja, wir hatten ja hier drüben... halt! Und wir hatten hier drüben noch was gekocht. Unser gebratener Reis ist fertig. Mit Eier, Karotten, Zwiebeln und Reis haben wir alles da. Lecker. Okay, nehmen wir das mit. Genau, den konnte man nämlich herstellen. Basic Broom. Haben wir überhaupt noch Phantomhaut? Blue Bottle Broom? Also wir könnten den in Blau. Wir könnten den einfärben. Dann haben wir den mit. Speed, Agility. Silver Arrow. Firebolt. Swift Stick. Und Woodshade. Also der schnellste ist tatsächlich hier Silver Arrow Broom. Wir brauchen Phantomhaut, Kette, Eisen und. Baby! Haben wir Phantomhaut? Wir haben keine Phantomhaut. Ich muss ein paar Mal ich muss mal ein bisschen, glaube ich. Warte mal. Enchanted. Für mehr ist das nicht da? Garlic Diffuser. Garlic Diffuser Core. Knoblauch und Wolle? Im alchemistischen Kessel. Und den mache ich wie? Okay, also wir könnten theoretisch einen Vampir-Abwehrmechanismus bauen.
3 Tage wach und zuts. Oh Gott, was? Hallo, Hop Sergeant! Irgendwie sieht mein Seven Days komisch aus. Ja, es ist das Texture Pack. Entschuldigung. Aber hier gibt's auch Blutmonde, keine Sorge. Also, wir haben immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Ich suche nur gerade was. Und ich glaube, ich hab's nicht. Ich darf ein paar Nächte nicht schlafen. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein paar Trichter. Ich darf ein paar Nächte nicht schlafen. Wir haben sehr viele Trichter. Oh Gott, was mache ich mit so vielen Trichtern? Wem darf ich was eintrichtern? Nee, alles gut. Tatsächlich, als ich gerade als ich frisch auf den Server bin, da gab es hier tatsächlich einen Blutmond. Von daher, wir haben hier weiterhin Spaß. Warum habe ich so viel Eisen? Ich dachte, ich hätte keins. Ja, ein bisschen Korruption. Dark Iron. Oh, diese Dark Iron Bars sind sowas von schön. Ich kenne Knallwach von Jan Hegenberg, aber nicht 3 Tage wach. Das kenne ich leider nicht. Aber in Knallwach ging es auch darum, dass er bei dem bei der Wachbleib-WM von Big FM mitgemacht hat. Oh, Walter, was ist denn da los? Sind das Zombies? Wir haben doch gar keinen Blutmond, oder was? Oder doch? Nee. Hä? Was ist denn da los? Eine Riesenmeute an Zombies da hinten. Was ist denn da los? Oder gibt's da, ist da gerade Vampirschlacht hier? Edward Cullen gegen die Vampir, gegen die anderen. Was ist denn da los? Was machen die hier? Also es sind Zombies. Wait. Oh Gott, was? Wo ist mein Bogen? Bogen? Bogen. Pfeile. Alter, was ist denn hier los? Also, ja, irgendwas ist hier. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, das hat dir nicht gefallen, dass ich die gerade mit, Wow. Ich werde belagert. Das ist ein sehr guter Bogen. Holy shit. Habe ich alles noch vom letzten Jahr? Nicht weglaufen. Ihr verbrennt eh gleich alle. Ah, da haben wir die, hab ich die Corruption her, glaube ich. Lebt ihr immer noch? Was ist da los? Alle korrupt hier. Was zum Henker? Was seid ihr? Politiker? Nicht auf meinem Land, Leute. Verbrennt! Bitteschön. Allesamt. Hoppala. Kultisten. Guckt euch die Level an. Die nehme ich mir aber gleich sowas von vor. Na? Noch wer? Da sind noch ein paar. Au! Und der letzte. Okay, ich glaube, jetzt haben wir unsere Ruhe. Was war denn hier los? Meine Level nehme ich gerne, aber what the hell? Guck mal da. Irgendwer hat hier sein Ritual durch verloren. Irgendwer grunzt hier noch. Oh, hi. Fuck. What the hell? Okay, ich glaube, die Level habe ich alle. Und das letzte Stück Korruption haben wir auch. Du bist ein Aal. Mit dir will ich nichts zu...
tun haben, danke. Da schwamm noch der eine Ring. Herr der Ringe macht das auch mit. What? Das war gerade ein Witz. Leute, das war gerade ein Witz, dass das der eine Ring ist. Warum ist der hier? Okay, warte. Wir tragen den einen Ring. Ashnask Durbatuluk. Ashnask Gimbatul. Ashnask Frakatuluk. Agbursumishi Krimbatul. Okay. Okay, Angriffsschaden, Rüstungshärte, Standfestigkeit. Holy shit. Lol. Leute, ihr habt meinen Berg tatsächlich mit dem Vulkan verwechselt, ne? Aber eigentlich müsste ich jetzt ein riesenfettes Auge sehen. Arigato! What the Camping! Da da da. Dankeschön! Vielen lieben Dank für das Versabgiften an. Wie viel hast du verschenkt, sag mal? 8 Stück? Meine Güte, dankeschön, Glambi! Vielen lieben Dank! Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ach, Mensch! Oh! Vielen lieben Dank. Und an alle viel Spaß mit den Sub-Emotes. Mögen sie euch viel Freude bereiten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bone Dagger. Okay. Ah. Stimmt, ist ja September noch, ne? Der letzte Tag. Vielen lieben Dank. Warte mal, hatte ich nicht irgendwo da? Ich glaube, die Corruption muss ich mal woanders reintun. Ja, ein bisschen zu viel davon. Pack mal Siebe rein. Was mache ich jetzt mit dem Bone Dagger? Aufheben. Na, oh, vielen lieben Dank nochmal. Ach, Pilze haben wir. Oh, hier ist die Phantomhaut. Die habe ich gesucht. Und daraus können wir, glaube ich, hoffentlich Sushi machen. Das wäre ganz cool. Okay. Wir wollten uns einen Besen herstellen. Das heißt, ich brauche das da und ein bisschen Heu. Wo ist unser Heu? Da nicht. Warte, ich hatte hier welches. Wir brauchen nur eine... Und dann machen wir eine davon. Und dann müssten wir jetzt eigentlich einen Besen herstellen können. War das so? Silver Arrow Broom. Wir haben einen Besen. Leute, wir haben einen Besen. Jetzt können wir den auch fressen. Vielleicht habe ich das mit den alten Besen gemacht. Ich habe die Besen gefressen. Ich bin nicht mit denen geflogen, ich habe sie gefressen. Spoiler, nein, habe ich nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Du bist auch wieder weiter im Lurk. Alles klar. Vielen lieben Dank und viel Spaß im Lurk. Ach Mensch. Du bist ein Lieber, wirklich. Ein liebes Dingelchen. Ah. Okay. Wollen wir das Ding mal zum Test fliegen? Genau so habe ich die anderen Besen auch immer irgendwo geparkt. Weil ich nämlich gerne mal das Herabsteigen und das Hochsteigen zwischen den beiden Sachen verwechsel. Komme ich von hier ran? Ich komme nicht ran. Ich muss mal kurz ein paar Blöcke holen. Ja, ich bin eine tolle Hexe, ich weiß. Fliegen kann ich. Nein, kann ich nicht. So. Wie, ich habe keinen Stein. Gut, nehmen wir ein bisschen Erde mit. Auch gut. Ich habe keinen Stein, stell dir vor. Hallo Kapitän, wie geht's, wie steht's? Eigentlich gut bei dir. Au.
Oh Gott, der hat wahnsinnig... Ah, der ist sehr schnell. Der ist wirklich wahnsinnig schnell. Vielleicht hätte ich den Anfängerbesen machen sollen erstmal. Um erstmal zu üben. Aber... schon nicht schlecht, ne? Wie jede, besser als jede Elytra. Okay, in welche Richtung sausen wir denn jetzt? Ich glaube, ich bin dem Server ein Ticken zu schnell. Ist das ein Dorf? Sieht so aus. Huch! Ich darf eine Halbtruhe öffnen? Oh! Au! Oh. Oh. Nur dank euch habe ich den gerade gekriegt. Hatten die nicht auch noch Speed-Upgrades? Die Besen? Ich glaube nicht. Zumindest ist mir nichts dergleichen bekannt. Was ist das hier? Was ist das da? Das sieht komisch aus. Warte mal, ich muss mal kurz hier landen. Ja, möglichst vernünftig. So, merkt euch, wo wir geparkt haben? Hallo. Bin froh, dass es euch gut geht. Nicht so wie denen, die bei mir in der... Oh. Ah, ich verstehe. Da, bitteschön. Das sind Kupfergolems. Au. Was ist das Blaue da? Ist das ein Wandering Trader? Ich habe meine Smaragde nicht dabei. Okay, wollte ich auch nur mal kurz gucken. So, wir können... weiter. Mal schauen, was wir so Schönes finden. Das ist auch so ein richtig schöner Herbstwald hier. Liebe ich ja. Und ich war immer auf der Suche nach Dschungeln, weil mir noch irgendwas gefehlt hat. Unter anderem Kaffee und ich glaube, den hat man im Dschungel bekommen. Aber ich weiß nicht, ob wir gerade runter sollen, nur um es dafür umzugucken. Zumal ich eh nochmal gucken muss, welche Sachen uns eigentlich fehlen und welche nicht. Wir könnten mal... Über den Wolken muss der Leck ja wohl grenzenlos sein. Einmal runterfallen, ich breche mir alles, ey. Was ist das? Oh, noch ein schöner Herbstwald. Okay. Warte, ist das ein Herbstwald? Oh nein! Das ist ein Werwolfwald! Hier gibt's Werwölfe. Und Smetterlinge. Aber vor allen Dingen gibt's hier Werwölfe. Hier sollten wir nicht landen. Das ist ein sehr großer Werwolfwald. Okay. Da leuchtet... Ah ja, wo wir das gerade so sehen... Das da, die komischen Zelte, ne? Das da sind Zombiejäger. Die verteidigen tatsächlich auch andere Villager oder so gegen hauptsächlich Zombies. Hier gibt's aber keine Zombies. Gegen Vampire. Hier gibt's aber, soweit ich weiß, keine Vampire, weil es ist eine Wüste, ganz ehrlich. Welcher Vampir geht denn bitte freiwillig in die Wüste? Und ich glaube, hier in der Nähe irgendwo hat jemand gelebt. Oh, mein Besen.